Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, herzliche Ballfreundin. Ich bin, meine Hand ist im Hotel. Jetzt folgt ein Interview mit Edgar Schmidt, Euro-Eddy. Sensationeller Spieler gewesen beim Karlsruher SC. Und das endet am Ende ein bisschen abrupt, aber alles Wichtige ist in diesem Legenden-Interview drin. Viel Spaß. Nein, doch. So, Herz, Seele, Ball, heute in Koblenz und den Mann kenne ich seit, wie lange kenne ich dich eigentlich schon? 93 kennen wir uns, seit 93 tatsächlich. Ich habe dich vorher schon im Fernsehen gekannt. Selber schuld? Ja, genau. Mit, wie hieß die Sendung? Anpfiff. Anpfiff, genau. Der erste Moderator, wo... Der privat im Fernsehen Fußball. Privat und ich glaube 85 Millionen war die die Fernsehrechte waren. 85 billig. Millionen wert, war billig. Preiswert, ja. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Kann man sich und dann haben wir uns 93 kennengelernt oder 91, nein, in Frankfurt haben wir uns kennengelernt, 91. Und dann hat er natürlich Dinge geschafft, deswegen trägt er ja auch den Spitznamen Euro-Eddy für die Jüngeren. Mal kurz erklärt, wie das zustande gekommen ist. Wir haben im Europapokal erstmals mit dem KSC gespielt. Unter Vinny Schäfer? Unter Vinny Schäfer, mit Oliver Kahn im Tor, mit Slaven Bilic, Wolle Rolf. Alle Spieler, Jungen, die Jungs, ihr Jungs kennt die nicht mehr. Schaut auf YouTube, dann wisst ihr es. KSC Valencia bitte eingeben. Und wir haben dann beim spanischen Tabellenführer 3-1 verloren. Wir hätten aber 5, 6, 7-0 verlieren müssen. Oliver Kahn hat überragend gehalten und gewinnen dann das Rückspiel gegen den Tabellenführer aus Spanien vor Real Madrid, vor Barcelona. Achtung! 7-0. Und wie viele Tore hast du gemacht? Ich durfte 4 Tore schießen und seitdem bin ich Euro-Eddy. Ist das eine schöne Geschichte? Also ihr lieben jungen Zuschauerinnen und Zuschauer, das waren noch meine Fußballhelden damals. Und was das Schöne immer war, ihr wart immer ansprechbar. Das ist ein bisschen anders als heute, ne? Ja, wir hatten oft, sehr oft ein gutes persönliches Verhältnis, was heute ja nicht mehr so ist. Und ich kann mich erinnern, wenn wir Interviews gegeben haben, die waren ja auch nicht immer gut. Und doch, mussten doch. Wir ab und zu mal hoch in die Verwaltung. Bei uns war es Kali Rühl damals, da sagte Edgar, was hast du denn dabei gedacht? Und passt ein bisschen mehr auf. Und dann war das okay. Aber heute ist alles vorgeschrieben. Alles vorgeschrieben. Die Presseleute sind da, die Pressechefs sind dabei, nehmen alles auf. Also das. Also bevor jemand zum Interview kommt, wird er eigentlich schon gebrieft. Ganz genau. Und alle Interviews werden vom Verein autorisiert. Deswegen würde ich heute keine Interviews mehr geben. Außer bei mir natürlich. Außer bei Uli. Ja. Genau. Jetzt bist du hier als Co-Trainer der Lotto Elf oder was ist dein Job? Ich bin seit 25 Jahren Repräsentant von Lotto Rheinland-Pfalz. Mein schönster Job ist ein unglaublich tolles Unternehmen. Ich bin unglaublich froh, hier sein zu dürfen. Wir haben eine Lotto Elf. Wir spielen ausschließlich für einen guten Zweck. Wir haben letztes Jahr 360.000 Euro eingespielt für den guten Zweck mit ehemaligen Bundesligaspielen. Guido Buchwald ist dabei, Darius Wosch ist dabei, Klaus Reitmeier und viele, viele mehr. Welchen Job hat der Briegel? Der Hans-Peter Briegel, auf den wäre ich jetzt gekommen, ist unser Trainer. Ah, und ist er ein harter Trainer? Wir machen es ihm ja leicht. Ne? Ja. Wir spielen ja so einen schönen Fußball, das ist ja, passiert ja nichts. Obwohl, vorgestern war er etwas sauer, wir haben nur 2-2 gespielt. Oh, das passiert selten. Ja, da schläft er nicht ruhig. Ich habe auch mal in so einer Mannschaft gespielt, die hießen die Telekicker. Da waren, Hannes Löhr war dabei gewesen, also lauter große Fußballer. Und wenn wir da mal nur knapp gewonnen haben, war immer ich schuld. Ja, ja, das ist klar. Das ist so wie früher auf der Straße. Einer musste immer ins Tor und der bekam dann auch noch die Schuld. Aber egal, ob er was dafür konnte oder nicht. So ist das auch bei den großen Spielern früher gewesen. Wolfgang Overath war auch. Und der meckert heute noch. Wahrscheinlich. Ich habe jetzt auch gehört, er hat das 2-2, das Ergebnis gehört und hat uns jetzt gedroht, wieder anzufangen. Wolfgang, ich würde mich freuen, wenn du wieder kommst. Ich bin sicher, Wolfgang guckt Herz, Seele, Ball. Abschließend, wenn man bei Lotto Rheinland-Pfalz arbeitet, kennt man immer die Lottozahlen im Voraus, ne? Ja, das Problem ist, ich kenne mich leider gar nicht. Ich habe auch schon versucht, da irgendwas rauszugehen, aber geht nicht. Schade eigentlich. Ich habe neulich diesen Lotto-Millionär Chico kennengelernt. Ja. Und der war sehr witzig gewesen. Wirklich. Echt? Der hat 9 Millionen gewonnen. Und wie viel hat er noch? Ja, der hat noch ganz, okay. Er hat vieles richtig gemacht. Ja, okay, das ist gut. Dann Hut ab. Also ich habe mal 28 Euro gewonnen und davon habe ich noch 14. Also eine Kunst. Das war's für heute und Uli denkt schon jetzt an morgen.
Herz, Seele, Ball. Täglich neu.